Hi Fans, schön, dass ihr da seid. Heute erzählen wir was über Frettchen. Ich habe da eine Geschichte von früher, die war also nicht so gut, das war so ein bisschen traurig. Aber die Tina hat gesagt, die hat ein zahmes Frettchen und die will uns dann mal zeigen und was darüber erzählen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ne? Tina! Hi! Hallo! Hi! Chef, du hast gerufen. Ja, Frettchen wollten wir heute drehen. Und da dachte ich, stelle ich mich hier vor, da sind ja jede Menge von den Raubtieren drin, da ist sogar einer hier vorne. Wo hast du denn den her? Gehört der da nicht zu? Das ist so eine ganz kleine, zarte Fee. Also weibliche Frettchen heißen ja Feen. Und die ist so extrem lieb, deswegen habe ich mir die ausgesucht. Frettchen sind ja Raubtiere, ne? Und die sind dann nicht lieb, die wir dann? Das ist schon so eine richtige Teenie-Truppe da. Ja, aber Teenies sind doch nett. Ja, der ist auch nett. Guck mal, so nett ist der. Ach ja, das war die Geschichte, was ich so erzählen wollte, von wegen Frettchen. Ne? Da gibt es nicht nur so nette Geschichten, die beißen auch mal. Wusstest du eigentlich, dass so, wenn man so sieht, wenn einer hier hinfällt im Geschäft und wir mal einen Krankenwagen rufen müssen, dass die häufigste Art der Verletzung, wofür wir einen Krankenwagen rufen, ein Frettchen ist? Oh, diese kleinen lieben Tiere hier? Ja, hast du ja gerade gesehen. Der hinkt ja da an deinen Ärmel. Mhm. Und hier gibt es immer Leute, die meinen, die müssen sich einen Hocker oder eine Leiter hier aus irgendeiner Ecke besorgen, mit der Hand mal da drüber, weil die ja so süß sind. Und dann hängen die dann nachher mindestens am Finger. Ja, guck du mir meinen Arm ruhig an. Ja? Ja? Und bluten dann ohne Ende und lassen dann gar nicht los, die Kunden. Ne? Also wenn ihr nächstes Mal hier seid, ne? Bitte nicht in das Frettchengehege. Die sehen schön aus. Aber warum ist er lieb und die nicht? Ja, die kleine Fee, die haben wir so ein bisschen gepäppelt. Die war halt die kleinste im Wurf und dadurch ist sie halt schon so ein bisschen an Menschen gewöhnt. Man kriegt sie ja recht zahm und man kriegt sie auch relativ schmusig, wie du siehst. Die Raubtiere auch? Die Raubtiere auch, aber da sind jetzt ganz viele Rüden bei. Und, ne, die und Rüden sind nicht lieb. Also kastrierte Rüden, man kann Rüden auch zusammenhalten, zu zweit halten, aber man muss sowieso Frettchen immer kastrieren, ob Fee oder Rüde, sollte man die kastrieren. Warum? Und bei Frettchen, Weibchen ist es so, wenn man die in der Wohnung hält, dann fallen die in so eine Dauerranz, heißt das, also ja, in so eine Dauerläufigkeit und daran können die wirklich sterben. Ne, oh, das, ja. Deswegen sagt man auch, die Weibchen kastrieren, ja, und Rüden sind einfach verträglicher, zwei Rüden. Ja, und die markieren auch, ne? Ja, markieren tun sie auch. Tun sie danach auch noch immer ein bisschen, aber nicht mehr so stark. Ja, das heißt, die riechen dann nicht so stark. Wir haben da schon mal ein Video drüber gemacht über Frettchen und über Geruch und so. Aber wenn die natürlich kastriert sind und ganz lieb sind, dann gehen die auch auf ihr Katzenklo. Haben wir hier hinten auch drin. Da gehen die ganz alleine rein. Und dann ist das ein super stubenreines Tier. Ne? Ja, ab und zu verlieren die trotzdem noch was, weil die markieren ja auch mit kleinen Kothäufchen. Na, also hundertprozentig stubenrein werden sie nicht, aber sie gehen schon. Aber die ganze Wohnung ist da nicht anschließend zugekotet? Nee, das nicht, aber sie, ne, räumen deine Wohnung schon anders auf. Also Frettchen heutzutage, wir empfehlen immer Frettchen in einem Frettchenzimmer zu halten. Ja, ihr habt ja zu Hause Zimmer über oder so, ist ja kein Problem. Für die Erwachsenen ist das ganz einfach, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ihr Kinder habt jetzt noch nicht zugehört. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann kann man da schön ein Frettchenzimmer machen. Und für die Kinder, ja, ihr teilt euch ja das Frettchen die Wohnung, da wird dann eine schöne große Ecke im Kinderzimmer abgezwackt und dann können die da drin leben. Ne? Ja, also man sagt für so ein Pärchen, Frettchen soll man auch nicht alleine halten, am besten ein paar oder sogar drei Tiere, sagt man schon so 6 Quadratmeter. Ja, das ist 2 mal 3 Meter, das kriegen wir dann. Hol mal einen Zollstock raus, mess mal aus. Also das ist schon groß dafür, kann ein bisschen kleiner sein. Teilt euch einfach das Kinderzimmer, das wird schon klappen. Mhm. Ja, ich habe gesagt, ich habe eine ganz traurige Geschichte aus der Jugend. Ich hatte gerade ein Zoogeschäft. Da kam jemand und hat gesagt, er hat ein ganz liebes Frettchen, ob ich das nicht haben will. Mhm. Jo, habe ich das genommen, in den Käfig gesteckt. Früher waren die Käfige alle viel kleiner wie heute. Und dann haben wir das da reingemacht und haben das dann auch immer gefüttert. Und das war auch ganz nett und so. Und das konnte man auch so wie mit dem spielen. Ja, aber die sind immer unternehmungslustig. Die versuchen alles zu öffnen, zu knacken, zu machen. Ja. Und irgendwann hat er geschafft, in einer Nacht hat er seinen Käfig losgemacht und ist dann rübergestiegen zu den Meerschweinchen. Hm. 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 Also wenn ihr mehrere Tiere zu Hause habt, Frettchen sind Raubtiere und die neigen dazu, andere zu ermorden. Und die ermorden nicht nur andere Tiere, weil sie jetzt Hunger haben, dass sie jetzt eins schlachten und essen das auf.
Nee, die sind auch Tiere, die auf Vorrat arbeiten. Das heißt, im Käfig haben die alle Tiere ermordet. Ist schon über 40 Jahre her. Wir haben immer noch Frettchen, wir haben daraus gelernt. Natürlich, Frettchen kommt in einen sicheren Käfig, wo der nicht ausbrechen kann. Und die Welt ist alles in Ordnung. Ja, da sind wir ja schon gleich bei der Ernährung. Also es sind Raubtiere, ne? Die brauchen viel Frischfleisch. Ne? Das heißt Rind, Hase, Eintagsküken, Tiefkühlratten, Kaninchen. Ja, aber sag ich mal so, Hund oder Katze, die ja Katze ja auch Raubtier ist, die kriegt ja auch Trockenfutter. Kann ich dann mit Frettchen auch machen? Also hochwertiges Katzentrockenfutter mit einem hohen Fleisch- und Fettgehalt kann man denen auch sehr gut geben, weil Frettchen sollten nämlich immer was zu fressen haben. Ja, also ich habe so eine kleine Ähnlichkeit mit so Frettchen. Also ich mag das auch, wenn ich immer was zu essen in der Gegend habe. Ich kriege gleich Abendessen. Ja, nur bei dir dauert es länger, bis du dein Essen wieder siehst. Also die Frettchen haben eine Verdauung von 3 Stunden, sagt man so, Magen-Darm-Trakt. Oh Mann, das ist aber wirklich super schnell. Ja, oben rein und dann raus. Müssen die auch alle 3 Stunden fressen, oder? Die fressen dauernd, ja. Und die fressen auch relativ große Mengen. Also ein Frettchen ist im Unterhalt relativ teuer, halt, weil die so viel Fleisch fressen. Mhm. Dazu muss man auch noch sagen, ein Frettchen, ne, Fleischfresser, stinkt der Kot schon ein bisschen. Und hier, sagen wir mal, riecht und duftet ein bisschen kräftiger. Und hier, ne? Ja, die haben natürlich auch einen Eigengeruch. Ist so ein bisschen wie mit meinem Lieblingsstinktier Krümel, die haben so einen kleinen Eigengeruch. Ja, die haben also auch wenn man nicht an der Toilette ist, sondern das Tier wirklich ganz nah das Tier hat und riecht dran, dann haben die eben einen schärferen Geruch, ne? Ja. So kann man das sagen. Deshalb auch beim Spielen und so immer alte Klamotten anziehen, nicht so, ich gehe elegant irgendwo mit jemandem essen und sitze dann am Tisch und alle sitzen am Tisch und sagen, hey Tina, du riechst aber heute ein bisschen scharf, ne? Weiß ich nicht, ob das so richtig kommt. Animalisch. Animalisch, auch nicht schlecht. Hier, die sind immer hier gelegentlich wach, dann gehen die wieder schlafen. Das ist auch so üblich, dass die immer so Wach- und Schlafphasen haben oder ist ein reiner Nachtaktiver, ein Tagaktiver oder also, wenn Futter gibt, immer aktiver. Also man sagt ja, Frettchen sind dämmerungsaktiv, aber die gewöhnen sich ganz schnell an deinen Tagesrhythmus, ne, schlafen aber 20 Stunden tatsächlich am Tag, also sind 4 Stunden also so aktiv. Also so wie du ungefähr. Ja, ich würde eher sagen wie Lennox und Frieda. Ach so. Ich bin ja doch ein bisschen Lennox fleißiger. Lennox und Frieda kennt ihr ja, ne? Unsere Faultiere, die hängen auch eigentlich den ganzen Tag in der Seile und wenn sie dann mal rauskommen, sagen alle, oh, wie süß und wie spannend. So ist das mit Tina auch. Also, ja, was müssen wir denn noch wissen, wenn wir so ein Tier halten? Wann erwerbe ich den denn? Als Baby, als Säugling? Ist ja ein Säugetier, noch nicht. Der muss ja abgesetzt sein von der Mutter. Die müssen auch, glaube ich, geimpft sein, richtig? Genau, gegen Staupe und Tollwut impft man die. Das ist so ähnlich wie bei Hund und Katze. Ne? Und also, das kriege ich auch bei jedem Tierarzt, der weiß, das Frettchen, ja, der hat nicht die gleiche Impfe wie ein Hund, sondern da gibt es extra Frettchen. Nee, die können auch, glaube ich, die Katzenimpfung bekommen. Also, ja, lass den mal nicht so nah an die Kehle. Ja, der möchte gerne immer in die Nase beißen. Ja, das wäre ja mal lustig. Da hätten wir mal lustige Bilder. Piercing. Ja, komm mal hier, guck mal hier, komm mal an. Ne, an meine Hand wollte er sofort, da kann man näher dran. So machen wir wieder gemütlich. Nase beißen ist nicht, was macht er denn noch außer Nase beißen? Braucht er irgendein Spielzeug oder was? Also Katzenspielzeug nutzen die ganz gerne, ne? So alles, das was heißt, es so für Katze gibt, was raschelt, ja, Tunnel und ne, da fetzen die gerne durch. Die nehmen natürlich auch gerne deine Wohnung als Spielplatz, ne? Also Frettchenzimmer heißt wirklich keine Blumenerde, ne? Stehen da die total drauf. Graben die drin? Ja. Ist aber doch ein Tier, was gar nicht so in Höhlen in der Erde lebt. Die oder verwüsten doch gerne, wirklich verwüsten, ne? Stromkabel dürfen natürlich nicht erreichbar sein. Guck mal, da sieht er so ruhig und ausgeglichen aus. Und dann, wenn man das Zimmer gerade verlassen hat, dann wird er wach. Und dann kommt der Zerstörer. Genau, das ist jetzt beißt die Ruhe vor alles, dem reißt an alles, ja, zerrt, zieht, untersucht, da bleibt gar nichts über. Und ihr müsst jetzt auch nicht denken, irgendwie, der kommt ja nicht auf die Fensterbank oder so, weil 80 bis 90 Zentimeter hoch können sie springen und circa 1,60 Meter weit, wenn sie wollen. Also die kommen wirklich überall dran. Ja, und klettern? Klettern tun sie auch gerne. Und so klettern die Gardine auch hoch oder so? Auch. Gardine hoch. Das heißt, wenn ich denn so sitze, oben auf der Gardinenstange. Könnte passieren. Na, das ist doch eigentlich schön. Also Tierhaltung, die liegen nicht immer in der gleichen Ecke. Man kommt da rein, macht ein kleines Suchspiel. Wo ist denn mein Frettchen? Ist nicht da.
Man muss auch aufpassen, dass man keine kleinen Ritzen oder Löcher hat, weil die versuchen, sich da reinzuquetschen. Das könnte natürlich auch mal schief gehen. Gekippte Fenster ist wie bei Katzen ganz böse Sache. Das ist ganz gefährlich. Fenster, die so auf Kippe stehen, da rutschen in diesen Keil, die wollen aus dem Fenster rausspringen und rutschen darunter und klemmen sich da ein. Ist ja klar, guckt euch mal den Keil, den Fensterkeil an. Wenn ein Tier da reinspringt, gibt es ganz schlimme Lähmungserscheinungen, oft Querschnittslähmung. Oder wenn er nur mit dem Hals reinkommt, dann ist er erstickt. Auf alle Fälle ist das eine Todesfalle für nicht nur Frettchen, sondern für alle Tiere, die frei in der Wohnung laufen wollen. Ganz wichtig, keine Fenster auf Kipp stellen, wo Tiere, die klettern, frei rumlaufen. Was genau müssen wir denn noch wissen? Wann sind die denn erwachsen? Also die sind geschlechtsreif so mit 9 Monaten, aber wie gesagt, am besten vorher kastrieren lassen. Für die Weibchen ist es halt angenehmer, weil die sonst halt diese Dauerranz kriegen bei Wohnungshaltung. Draußen ist irgendwie dieser Kälterhythmus, dass die das nicht bekommen. Da muss man sie nicht unbedingt kastrieren. Rüden, das heißt, da haben die so einen Frühjahrsrhythmus und genau, kriegen im Frühjahr Junge, kriegen die nur einmal Junge? Eigentlich ja. Eigentlich ist so die Zeit, wann die Junge kriegen, so April, Mai. Ja, und das ist jetzt ein deutsches Tier, ja? Ein einheimisches Tier. Stammt vom Iltis ab, also ist vom Iltis domestiziert, sagt man ja, wie der Hund halt vom Wolf abstammt. Das heißt, eine Zuchtform, ja. Genau. Es gibt 6 verschiedene Farbschläge davon. Aber man sieht auch schon mal, habe ich schon mal gesehen, so am Autobahnrand, da ist dann schon mal so ein Frettchen totgefahren. So was sieht man schon mal. Sind das die weggelaufenen Domestizierten oder sehen die in der Natur ähnlich aus? Das sind ja Marderartige. Ne? Wir haben ja hier den großen Marder, der deine Kabel gerne mag. Ne? Sagt man ja immer, ja. Marderschreck und so. Hat man so im Auto und so Kabel fressen. Und so haben wir auch Hermeline und Iltisse, alles hier bei uns in der freien Natur. Und das ist halt eine Zuchtform davon. Aber farblich ist der ähnlich. Denn hier vorne lief gerade ein viel hellerer. Oder wenn ich da hinten die Kiste, die sich heute auserwählt haben, da sind auch wesentlich dunklere drin. Von wo geht denn das Farbspektrum? Von ganz weiß bis ganz schwarz? Ja, so ungefähr über verschiedene Creme- und Brauntöne. Ne, manche haben so eine schöne weiße Maske. Das ist ganz variabel. Und das sind aber alles Zuchtfarben. Genau. So wie eben das bei vielen anderen Tieren geht. Ja. Ja, also wenn ich die ja dann jetzt mal nicht kastriert habe und dann 9 Monate erreichen die Geschlechtsreife und ich habe so ein Männchen und 2 Weibchen. Was passiert denn dann? Ja. Ich frage jetzt mal nur für einen Freund. 1 Männchen und 2 Weibchen, dann würde ich schon mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Weil so nach 40 bis 42 Tagen herzlichen Glückwunsch, ja, kann so eine Fee bis zu 16 Welpen auf die Welt bringen. Ja, habe ich 30 Stück auf einen Schlag. Ja. Ja, aber meist kriegen die weniger. Wir kriegen die ja regelmäßig ganze Würfe geliefert. Oft sind da nur 4, 5, 6. Ja, ich würde sagen, überwiegend noch ein paar mehr. Und die, die wir hier haben, ist auch alles ein Wurf? Ja. Ja, das sind schon viele, die kann ich gar nicht so zählen. Und dann werden die von der Mutter ganz alleine versorgt? Genau. Kann die Männchen und Weibchen zusammenlassen oder killt er die Jungen? Mal so, mal so. Ich würde keine Garantie geben, also ich würde sie trennen, ja. Also wenn die tragend sind, dann sollte man sie vielleicht auseinandersetzen. Dann ist auch für das Weibchen der Stress wesentlich weniger. Und die muss nicht im Zweifelsfall gegen das Männchen die Jungen verteidigen. Also Weibchen einzeln setzen und dann mal einmal im Leben mal züchten, ist ja sicherlich spannend. Ich empfehle in ganz vielen Videos immer, dass ihr mal Fische züchtet und die haben wir selten und, und. Frettchen züchten ist auch spannend, aber ihr müsst danach auch einen Abnehmer haben. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn die nur 1 oder 2 kriegen, dann hat man vielleicht einen Freund zu Hause oder Bekannte, die wollen dann einen haben. Aber stellt euch mal vor, ihr habt auf einmal 16 Stück zu Hause. Die kann man nicht in der Natur aussetzen. Das ist verboten und das ist überhaupt nicht gut. So etwas gehört sich gar nicht. So ein Wurf muss schon vorher gut überlegt sein. Fragt bei eurem Zoofachhändler, ob der die vielleicht haben will. Dann kann man sowas sicherlich machen. Ansonsten auf alle Fälle kastrieren. Mhm. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Haltungscheck, Frettchen. Die Größe, so ein Weibchen wird 25 bis 40 cm und ein Männchen so circa 60. Also der wird schon richtig groß. Gehegegröße für zu Hause, wenn es geht, 6 Quadratmeter. Besser ist aber, genau wie du gesagt hast, ein eigenes Zimmer. Mehr ist immer besser. Frettchen werden so 7 bis 8 Jahre, wobei die Weibchen ein bisschen älter werden. Vereinzelt gab es auch schon mal Berichte von Frettchen, die 10 Jahre geworden sind. Kommt halt auf eure gute Pflege an, gutes Futter. Aber wichtig schon mal vorher zu wissen, ab 9 Monate werden die geschlechtsreif, also vorher kastrieren. Wenn es zu spät ist, ist es zu spät und dann habt ihr womöglich so viele Tiere, die wollt ihr nicht.
Und da findet ihr keinen. Fleischfresser, Raubtiere, ne, ganz viel Fleisch. Das darf auch alles roh sein, außer Schweinefleisch. Das muss gekocht sein wegen Krankheitskeimen und Bakterien. Ja, Eintagsküken fressen sie gerne. Hochwertiges Katzentrockenfutter, ein bisschen Nassfutter dürfen sie auch mal haben. In so ein Frettchen passt verdammt viel rein. Und wo viel reinkommt, geht auch viel raus. Ja, und Futter müssen sie immer haben. Frettchen stammen ja von heimischen Tieren ab. Das heißt, ja, die kann man in der Wohnung halten, aber man kann den auch draußen eine schöne Voliere bauen und die da halten. Da werden die genauso zahm. Ich habe ja genauso viel Zeit. Das heißt, eine schöne Voliere im Garten. Die Geruchsbelästigung ist dann nicht so stark. Das ist natürlich auch ganz nett. Muss man sich überlegen, muss man vorkaufen, muss man natürlich planen. Klar. Genau, und die müssen sich halt langsam an die Außentemperaturen gewöhnen. Ja. Ne, könntest du jetzt so im Mai oder so, könnte man die dann noch draußen setzen. Ja, genau. Und dann langsam gewöhnen, dann kriegen die im Herbst auch einen Winterfell, dann haben die gar kein Problem dabei. Gar kein Problem, ne. Natürlich auch dann nicht im Pappkarton als Behausung, sondern dann was bisschen Stabileres, dass es auch kuschelig warm hat. Zum Tierarzt muss so ein Frettchen auch mal, und zwar gegen Staupe und gegen Tollwut geimpft werden. Tierarztkosten müssen halt auch so ein bisschen berücksichtigt werden. Wie bei fast allen Tieren, die wir also so halten, keine Einzelhaltung. 2 bis 3 Tiere ist eine lustige Truppe, und wenn wir mal nicht so viel Zeit haben, dann können die sich auch selber beschäftigen und toben und alles kaputt machen. Viel Spielzeug geben, ohne Spielzeug suchen die sich das, was gerade in der Wohnung steht. Ob ihr dazu wollt, weiß ich nicht. Aber spannend sind die Tiere auf jeden Fall. Ihr habt gesehen, wenn man sich viel beschäftigt, werden die so lieb. Und das ist natürlich ein Traum. Wer will sowas nicht haben? Also ich finde Frettchen schon ganz spannend. Ich habe das heute mit der Tina gemacht. Ich habe gehört, die beißen manchmal. Ich wusste ja nicht, dass die im Ärmel so einen Zahn hatte. Und ich habe gedacht, ich habe hier vorne so eine ganze Packung Pflaster liegen. Und das wird mal so eine richtig blutüberströmte Sendung. Hat nicht geklappt. Ich hoffe, hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Tage wieder. Das Paket Pflaster habe ich ja noch, vielleicht kriegen wir das dann zum Einsatz. Tschüss, wir sehen uns. Tschüss, viel Spaß.